10 Bitches und ich mach sie alle drunk. 10 Ketten und ich hab sie alle an. Der Boy no plug, I'm cooking. Der Boy no plug, I'm cooking. 10 Bitches und ich mach sie alle drunk. Notification Gang, check, we lit. Willkommen bei einer brand new Episode Trap House Kitchen und heute gucken wir Fried Chicken mit Mashed Potatoes. Fangen wir gleich an, let's get it. Für die Mashed Potatoes vierteln wir die Kartoffeln. Die Kartoffeln bringen wir mit einer Prise Salz zum Kochen. Hier habe ich 3 Pieces Chicken. Ich verwende heute nur Chicken Breast. Ihr könnt aber natürlich Hähnchen, Schenkel, Chicken Thighs und so weiter verwenden. Heute habe ich einfach nur Lust auf das White Meat, auf die Chicken Breast. Ganz wichtig, wir marinieren die ein und zuerst würzen wir sie. Salz. Seid da nicht sparsam. Häuft richtig die Würze drauf. Häuft richtig die Spices auf euer Chicken. Paprika Powder. Paprika. Cayennepfeffer, Black Pepper, dasselbe auf der anderen Seite. Wir werden diesmal unser Chicken würzen selber, die Chicken Breast. Dann werden wir die Batter, den Teig und das Mehl, in dem wir das Chicken dann wenden. Alles wird geseasoned, alles wird gewürzt. Cayennepfeffer. Paprika und, fast hätte ich es vergessen, Garlic Powder, Knoblauchpulver, beidseitig applizieren. So eine Bowl, rein mit dem Chicken. Ich mache ein 3-Piece, ich mache 3 Stück Chicken jetzt. Natürlich, wenn ihr für mehrere Personen kocht, nehmt mehr. Mariniert wird mit Buttermilk. Die Buttermilch sorgt dafür, dass das Chicken schön moist und juicy wird. Ihr mariniert es ein paar Stunden, je länger ihr mariniert, umso besser. Mindestens 1,5 Stunden würde ich sagen. Macht 4 Stunden, macht es über Nacht. Wir marinieren es mit Buttermilch für den rich flavor, für den reichhaltigen Geschmack. Buttermilch, ruhig noch ein bisschen mehr, schön bedecken das Ganze. Und dann nehmen wir das hier, Hot Sauce. Ich habe hier eine Special Hot Sauce, Texas Pete, Buffalo Wing Sauce. Ihr könnt Louisiana Hot Sauce, das zum Beispiel, Louisiana Hot Sauce, aber halt aus einer großen Flasche. Diese Hot Sauce könnt ihr verwenden, ihr könnt Tabasco verwenden, ihr könnt Frank's Red verwenden. Ihr könnt die normale Texas Pete Hot Sauce, hier habe ich da auch ein Exemplar übrigens, von Church's Chicken, Hot Sauce von Texas Pete. Ich habe hier, wie gesagt, die Buffalo Wing Sauce und Texas Pete. Über unser Chicken zur Buttermilk hinzugeben. Ein kleiner Schuss. Und darin lassen wir jetzt das Chicken marinieren im Kühlschrank. Schön verschlossen mit Frischhaltefolie für mehrere Stunden. No plug. Ich verkaufe in der Trap das Weed. Und ich schieße scharf, ähnlich so wie Texas Pete. Get it? Schieße scharf, ähnlich so wie Texas Pete. Hot Sauce, scharf, Texas Pete. Double Entendre, don't ask me how. Swag. Ab in den Freezer. Ich habe hier bereits vor mehreren Stunden Chicken einmariniert. Das ist jetzt ready. Kommt frisch aus dem Kühlschrank. Für unser Fried Chicken würzen wir mal das Mehl. So wie der Colonel von KFC. Er ist ja berühmt für seine Gewürze, für seine Secret Spice Blend. Hier habe ich gewöhnliches Weizenmehl. Paprika Powder. Salz. Black Pepper. Chili Flocken. Garlic Powder, Italian Herbs, italienische Kräuter, getrockneter Thymian,
schön miteinander vermengen. Noch mehr Cayenne Pepper. Dann verquirlen wir ein Ei mit Buttermilch. Wie gesagt, Buttermilch sehr beliebt bei Southern Fried Chicken. Das Gericht kommt ja aus den Südstaaten und diese Buttermilch hat etwas an sich, diese Buttermilk. Das gibt dem ganzen Fried Chicken einen rich flavor, einen reichhaltigen Geschmack. Also rein mit der Buttermilk. Ihr könnt natürlich gewöhnliche Milch nehmen, aber ich schwöre auf die Buttermilk. Yellow Mustard. Und dann, wie gesagt, wir würzen nicht nur das Mehl, wir würzen nicht nur unser Chicken, das mariniert hat, wir würzen auch unsere flüssige Batter mit Salz und Pfeffer und vermixen es. Geben noch ein bisschen Buttermilch hinzu. So, ja, es kommt alles sehr gut voran. Ihr wollt nicht, dass sich eure Panier vom Chicken löst. Deswegen macht es nicht unmittelbar, bevor das Chicken in die Fritteuse kommt, sondern 10-15 Minuten davor. Paniert das Chicken, stellt es auf so ein Rack und dann gebt dem Ganzen ein bisschen Zeit. Das verbessert die Haftfähigkeit der Panier an eurem Chicken. Und ach ja, noch was ist wichtig. Euer Chicken holt es nicht direkt aus dem Kühlschrank, battert es ab, also paniert es und droppt es in die Fritteuse. Nehmt euch die Zeit, holt das Chicken rechtzeitig raus, dann kann es sich mal akklimatisieren an die Raumtemperatur. Dann kühlt das Fett dann später nicht so krass ab. Wir battern es jetzt ab, das heißt wir panieren unser Chicken. Und zwar, ich habe den trockenen Bestandteil der Batter, unser gewürztes Mehl, und ich habe den Liquid Part, das Egg mit der Buttermilk. Alle drei Bestandteile vom Fried Chicken sind schön gewürzt, das Chicken, das Mehl und die flüssige Batter. Okay, so geht es. Da ist unser mariniertes Chicken. Wir nehmen mal unser erstes Piece, das ist ja schon wet, rein in unser Flour. Rein damit. Und rein da. Drückt das ruhig ein bisschen fest. Da ist unser erstes battered up Chicken auf unser Rack. Wow! Marinated Chicken Breast in unser gewürztes Flour. Gleichmäßig bedecken. Und in die flüssige Batter. Und zurück ins Mehl. Battered up Chicken Breast. Wow, also aus der Marinade in das Spiced Up Flour, in das Mehl mit den Spices, die Secret Spice Mischung, in die Flüssigkeit, all over und rein, schön gleichmäßig covern, batter it up, Southern Fried Chicken. Wir frittieren unser Chicken bei etwa 180 Grad in der Fritteuse. Verwendet zum Frittieren von eurem Chicken eine elektrische Fritteuse, so wie hier. So habt ihr immer eine gleichmäßige Temperatur in der Pfanne. Bedarf es sehr viel Fingerspitzengefühl, damit die Temperatur konstant bleibt. Also fryen wir es, wie es sich gehört, in dieser Fritteuse bei 180 Grad. Wir finishen unsere Mashed Potatoes. Wir gießen so einfach den ganz easy den Großteil vom Wasser weg. Geben Butter hinzu. Geben Milch hinzu.
fange mal an zu mashen. So einen Kartoffelstampfer. Würzen, Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Salzen, Pfeffer und Muskatnuss sorgt für den Genuss am Schluss. Skrr! Bei Bedarf gebt ihr einfach mehr Milch dazu oder noch ein bisschen Butter. Aber für mich sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Wunderbar. Deckel drauf. Ab mit unseren Chicken Pieces in die Fritteuse. Bei 180 Grad. Crispy crunchy chicken. Crispy crunchy chicken. Wow. Gravy auf unsere mashed potatoes. Wow. Wow. Bärenstark. Und zu guter Letzt kommt das noch drauf. Die Hot Sauce. Crispy Crunchy Chicken. Wow, wieder mal ein voller Erfolg in der Trap House Kitchen. Das Ergebnis ist bärenstark. Fried Chicken mit Mashed Potatoes. Kommt zum Geschmackstest. Wow, Mashed Potatoes. Sehr lecker. Und jetzt das Crispy, guckt mal, golden, goldbraun, Crispy Crunchy Chicken. Juicy, tender, zart, moist, spicy. Es hat den Kick der Spices. Es ist außen crispy, innen moist. Das ist krank sick, meine Freunde. Perfektes Fried Chicken. Unbeschreiblich gut. Dazu trinke ich Southern Style Sweet Tea. Soul Food Southern Style Southern Fried Chicken mit Mashed Potatoes. Kocht das alle nach, bis zum nächsten Mal. Kommt alle zu den Live-Shows. Mein Album Quick Mart droppt im April. Das war's von mir, das war's von hier. Swag.